Schwammendingen daheim? Ja, wir sind in Schwammendingen daheim. Kennen Sie den Überlandpark? Ja, wir kennen den Überlandpark. Wo ist die Hausung genau, wenn Sie das so beschreiben würden? Die ist eigentlich Schwammendingen bis zum Milchbockhaufen. Und in diesem Gebiet braucht es ganz sicher eine grüne, neue Lunge. Überlandpark, Überbauung, habe ich schon gehört, aber Park selber nicht. Kennen Sie den Überlandpark? Ja. Nein. Nein. Nein, ich kann das nicht. Aber muss irgendwo sein, in Schwammendingen oder so. Ist der Park, der auf der Überbauung kommt, oder was ist das genau? Das Tunnel wird überdacht und dann kommt dort eine Grünfläche hin. Der Überlandpark, den gibt es noch nicht, aber der kommt erst. Der Überlandpark? Ja. Nein, weiss ich nicht. Bin ich von Schwammendingen. Überlandpark ist ja der neue Name für die Einhausung Schwammendingen. Das ist nach dem Bahnhof Oerlikon und wahrscheinlich. Haben Sie davon gehört, wo der hinkommt? Ja, nur von der Technik her. Die Einhausung, das ist die Überdachung von der Nationalstrasse. Die ist 900 Meter lang und dort aber drauf gibt es einen Park. Warum braucht es wirklich die Einhausung? Was ist so wichtig? Es ist eine Lärmreduktion, eine massive Lärmreduktion und es ist ein Quartier, das wieder zusammenwachsen kann. Weil es ist zerschnitten jetzt durch die Autobahn und mit dieser Überhausung oder Überlandpark kann man mindestens wieder über einen grünen Streifen rein zueinander finden. Das gibt sicher mehr Ruhe für das Quartier, weil die ganze Autobahn halt wirklich eine Belastung ist, vom ganzen Lärm her. Finde ich gut, dass es kommt. Die Autobahn überdecken ist sicher für alle, die in der Nähe wohnen, gut. Wertsteigerung für die Genossenschaften und Eigentümer links und rechts. Ja. Ich würde es sehr positiv finden, dass heute ein Park kommt. Weil die Überbauung bringt ja vermutlich auch für die einen Raum, der nicht mehr so leicht hat, die nebenzu wohnen. Und dafür der Park ist wieder attraktiv für Schwammendingen. Finde ich sehr gut. Ich muss sagen, als Immobilienverwalter ist es natürlich ein bisschen problematisch für die, die unmittelbar gerade tangiert sind. Oder? Das einen freut, das anderen leid. Aber die, die schon lange in dieser Schneise wohnen, haben auch das Anrecht auf Ruhe. Wo das denn, in welchem Chemie der Dreck rauskommt, ist dann ein anderes Problem. Schwammendingen wird in der Kette zusammengeschweißt. Es ist nicht ein Zweit durch die Autobahn. Und ich denke, es hat mehr Wohnqualität. Ich hoffe, dass das bewegt, was sie sich erhoffen. Es war eine Zusammenführung. Und, ja, die Zusammenführung des Quartiers, das jetzt eigentlich getrennt ist durch die Autobahn. Oder? Die Überlandstrasse war immer eine Grenze zwischen dem einen Teil und dem anderen Teil. Also Schwammendingen und Oerlikon, oder? Man kommt sich vielleicht ein bisschen näher, ja? Die Meinung ist ja schon, dass sich Gebiet Sadeln und Schwammendingen ein bisschen näher kommt. Aber da müsste sie im Prinzip gerade die ganze Kilbe dort runter verschieben oder so, dass da ein gewisser Zusammenhang kommt. Aber ich weiss nicht, wie viel Freifläche dass man letztlich drauf oben wäre natürlich eine Möglichkeit. Und dann kennt man sich schon ein bisschen näher, klar. Ja, es ist natürlich ein Quartier mit vielen Neuzuzügern. Es ist eine Begegnungszone. Um sich kennenzulernen, ist eine Chance für Leute kennenzulernen, ja. Es wird vielleicht, also wenn das irgendwie verschalet oder so, dass vielleicht zur Lärmbelästigung von den Anwohnern, die dort sind. Aber sonst kann ich mir irgendwie irgendwie einen Vorteil daraus rechnen. Super Sache, finde ich wirklich. Eine visionäre Idee gehabt. Und jetzt in der Umsetzung bin ich nicht ganz sicher, ob das denn so funktioniert. Weil die Idee, die sie ursprünglich hatten, mit dem auslaufenden Gelände, das dann wirklich so ins Gelände reingebaut wird, das war wirklich die Vision. Und jetzt ist so ein bisschen eine lauwarme Geschichte, habe ich das Gefühl. Also ich hoffe sehr, dass das eine Verbindung gibt und dass es nicht einfach eine Wand gibt gegen oben. Und dann so Nischen, wo es eigentlich dann nicht mehr so gut ist, sondern dass wir einen lebendigen Park haben dort oben, so jetzt in dem Sinn von Gardening, wie sagt man, dem City Gardening oder Urban Gardening. Ich stelle mir so etwas vor, dass die ganze Welt kommt schauen, was wir für einen coolen Ort wir haben in Schwammendingen. Die Genossenschaften, die jetzt gebaut werden, das wird ein bisschen in andere Mieterschaft geben. Und das denke ich, ist für Schwammendingen nicht schlecht. Wir müssen ja nur schauen, was die Leute, die jetzt an den kleinen, billigen Wohnungen sind.
Aber es ist eine tolle Sache, das kommt gut. Ich denke, wir haben dann mal einen rechten Park, und zwar nicht so sättige wie die Zörliken, sondern wirklich einen rechten, der auch ein bisschen lang ist, wo man dann auch wirklich kann etwas machen drauf, wo man auch mit dem Velo vielleicht durch kann, wo man sich kann vertun kann, ausruhen, wo es Kind hat, das spielt, wo es Leute hat, die sich begegnen. Ich glaube, da freuen sich sehr viele Leute drauf, und es tut das Quartier, das jetzt so verschnitten hat, mit durch, tut es wieder verbinden. Es ist ein riesen Aufwertungsgewinn, und ich wäre noch so froh, wenn man das Zwiebchen am Rosengarten auch anbrächtet. Ich finde das super, dass das kommt.